Sì, me la sto prendendo. Also herzlich willkommen. Wir leben in einer extrem spannenden Zeit. Und zwar gibt es eigentlich künstliche Intelligenz, würde ich schon sagen, schon fast seit der 40er Jahre. Aber diese künstliche Intelligenz hat zwei tiefe Winter erlebt, also richtige Drawbacks, sage ich mal, wo die Begeisterung, die anfängliche Begeisterung, die Prophezeiung, die man gemacht hat, einfach nicht erfüllt werden konnten. Und das lag vor allem daran, dass man zuerst mal probiert hat, die Sachen völlig exakt abzubilden, logisch korrekt, deduktiv oder so. Und dann ist man irgendwie gescheitert. Man hat weder Spracherkennung so lösen können, weder autonomes Fahren, noch automatisiertes Text übersetzen und Verständnis. Diese Sachen kann man heute lösen. Und zwar hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Man sagt, wir brauchen nicht alles exakt in Regeln zu fassen. Also nicht alles so wie Newton zweites Gesetz, deduktiv von unten runter. Ich gebe eine Regel vor und dann ergibt sich alles von selbst. Nein, man kommt von unten, man kommt eigentlich induktiv heran. Man kommt von den Daten her und probiert aus den Daten zu lernen mit relativ einfachen Algorithmen. Und diese Algorithmen, die sind wirklich einfach zu verstehen, ergeben sich aus den Daten selbst. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Man muss nicht mehr hard coden. Was Sie hier sehen, ist ein Entscheidungsbaum. Den kann man natürlich als State Machine, if, den es selber programmieren und 1000 Schwellen einsetzen, dass es dann passt. Oder? Aber im Machine Learning wird das optimiert, automatisiert gemacht. Oder? Und das ist nur einer von denen. Das ist ein relativ einfacher Algorithmus. Den kann man wirklich ganz einfach verstehen. Und er ist brutal mächtig. Er ist sehr, sehr mächtig. Oder? Mit dem kann man komplexe, sehr komplexe Modelle erstellen, lösen. Ein Unterschied auch zum bisherigen Verfahren bei Machine Learning war so, dass man heute eigentlich sagt, wir als Systemtechniker sind eigentlich gewohnt, Sachen auseinanderzunehmen. Der alte Fernseher, was steckt da drin? Die Sachen, die Teile zu verstehen und dann schlussendlich das Ganze. Also man nimmt Teile auseinander und isoliert sie, wie beim Körperfreischneiden in der Mechanik. Oder? Das funktioniert hier bei dieser hohen Komplexität nicht. Man muss alles nehmen. Und jeden Ausreißer, der hat seinen Wert und seinen Platz. Vielleicht noch ein Beispiel. Vielleicht kennt jemand den griechischen Philosophen Platon oder Plato. Und schon was gehört von dem? Der hat die Idee gehabt, von jedem Ding gibt es ein absolutes Ist. Also, eine perfekte Form. Zum Beispiel, nehmen Sie zum Beispiel das Beispiel eines Stuhls. Es gibt irgendwo da oben einen idealen Stuhl. Das würde den Regeln entsprechen, die einen Stuhl beschreiben. Ein Stuhl hat drei Beine, kann auch mal zwei Beine haben, vielleicht auch mal ein Bein, hat eine Sitzfläche, ja nicht unbedingt. Und jetzt sehen Sie, man kommt in ein Dilemma, man kommt in ein riesiges Durcheinander, weil man es nicht schafft, die Gesamtheit aller Stühle mit einer Regel zu beschreiben. Es geht nicht. Es geht nicht mal widerspruchsfrei. Und wir als Menschen sind gewohnt, mit diesen Widersprüchen zu leben. Ein Melkstuhl hat ein Bein, ein Barhocker vielleicht auch. Es gibt ja, eine Toilette, könnte man im schlimmsten Fall auch als Stuhl bezeichnen, hat ein Loch in der Mitte, ein Gebärstuhl oder so. Oder? So eine große Vielfalt, und die war nötig, diese Vielfalt. Und dennoch können wir uns einen Begriff eines Stuhls bilden, aber dieser Begriff ist nicht ganz scharf, er bedeutet bei Ihnen etwas anderes als bei mir. Mit dieser Unschärfe kann man gut leben. Man kann aber nie davon ausgehen, es ist perfekt. Nicht so wie Newtons Law, dann zweimal ableiten, okay, oder so. Oder? Es geht nicht. Ja? Aber das war eigentlich der große Durchbruch. Vielleicht müssen wir noch die Galaxien ein bisschen runterlassen. Ja? Zumindest diese soll ich hinter. Ja? Okay. Also Sie können jederzeit Fragen stellen. Auch wenn wir hier das Ganze mit einer Video-Lecture aufnehmen. Genau. Wir fangen an mit einem Beispiel, das Sie sicher kennen. Jeden Morgen fischt mir ein Spam-Detektor vielleicht 19 Spam-Mails raus und da bin ich sehr froh. Ich schaue die nicht mal an. Die werden einfach weggekämpft, weil der Spam-Detektor heute relativ gut funktioniert. Das war früher mit Expertensystemen nicht
möglich. Warum nicht? Ja, diese Spam-Mails kommen nicht unbedingt von Menschen, sondern es sind Spam-Bots, die die verschicken. Also Roboter, die man programmiert, 100 Millionen Mails zu verschicken. Und diese Roboter kann man auch umprogrammieren, die sind also relativ dynamisch. Und wenn man mit fixen Regeln arbeitet, wird man irgendwann gewisse Dinge nicht mehr rauswischen können. Also ein starres System, wie ein Expertensystem, wie die Fremels und so, mit genau festgelegten Schritten, wird hier diese Dynamik nicht schaffen. Wir schauen uns an, wenn wir Machine Learning machen, dann arbeiten wir vor allem mit Daten. Und es gibt eine sehr gute Darstellung von Daten, sogenannte Cauchy-Normalform, in die man die Daten erstmal bringen muss oder sollte, damit man gut damit arbeiten kann. Es ist wie eine Normierung. Wir bringen alle in dieses Format und dann, wenn die einmal in diesem Format sind, müssen wir uns nicht mehr überlegen, woher kommen sie. Das müssen wir am Anfang tun und das müssen wir sehr machen am Anfang. Woher kommen die Daten? Sind sie vollständig? Entsprechen sie dem, was ich wirklich will? Das nennt man dann Explorative Data Analysis, also Datenanalyse, um zu verstehen, was steckt denn überhaupt drin? Kann ich mit den Dingen arbeiten? Es gibt drei Arten des Machine Learnings. Überwachtes Lernen, wo ich weiß, zu diesem Input gehört dieser Output. Dies. 10 Millionen. Zum Beispiel Bilder. Bilder aus dem Internet, die sind zuerst mal noch nicht gelabelt, ich weiß nicht, was da drauf ist. Aber zigtausend Studenten haben sich die Mühe gemacht, solche Bilder zu labeln. Zu sagen, da ist eine Katze auf dem Tisch, die frisst gerade einen Fisch. Und das wäre zum Beispiel ein Output von einem Bild. Ein Input, Output ist Katze auf dem Tisch, ist ein Fisch. Das ist ein gelabeltes Beispiel. Wenn ich 10 Millionen solche Beispiele habe, wird der Computer in der Lage sein, für ein unbekanntes Bild vorherzusagen, was da drauf ist. Man nennt das Generalisieren. Für eine Sache, die es noch nie gesehen hat, erweitern, zu sagen, okay, ich sehe, was da drauf ist. Diese Generalisierung ist der heikelste Punkt im Machine Learning. Ja? Bei einem deduktiven, regelbasierten System, Newton 2, ist es per se einfach allgemein. Nur würde sagen, ja, gilt im ganzen Universum. Oder? Das ist hier nicht so. Ja? Das gilt für eine gewisse Grundgesamtheit und wir müssen ganz gut darauf achten, dass es daneben auch noch gut geht. Ja? Für eine Situation, die das Auto vielleicht noch nie gesehen hat, sollte es einfach funktionieren. Dann gibt es, wenn wir keine Labels haben, das wären die Bilder allein, was mache ich dann mit diesen Data Chunks? Was könnte man machen? Zweite Art des Machine Learnings heißt irgendwie unsupervised, es gibt keine Labels. Ich kann ähnliche Bilder gruppieren zum Beispiel. Ich sage einfach, bringen wir alle Bilder, die ähnlich sind, oder werden wir sehen, okay, weiß auch nicht, Trump und Putin sind sich ähnlich, oder vielleicht auch nicht. Ja. Er wird die zusammenbringen, die ähnliche Gesichter haben, zum Beispiel. Ja. Und wenn ich dann eines dieser Bilder label, dann, das war Trump, ja. Also plötzlich alle Labels, zack, ja. Dann habe ich sie automatisiert gelabelt, das nennt man dann Transfer Learning. Von einem Beispiel auf alle. Natürlich kann da auch was schief gehen, das ist auch so. Und jetzt das Reinforcement Learning, das ist das Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip, das wir auch anwenden hier an dieser Schule. Nein. Lernen, wenn man gut ist, belohnt und sonst gibt es Strafe. Ja. Das ist eigentlich wie ein Roboter zum Beispiel gehen lernt oder ein Auto schlussendlich auch ein bisschen fahren. Wie ein Computer lernt Schach zu spielen, Go zu spielen. Pac-Man könnten wir selber programmieren. Und Pac-Man so gut, dass wir nicht mehr schlagen werden. Also, das ist so. Also, das heißt, wir müssen dort quasi sehr viele Epochen spielen, wo er 100.000 Mal verliert. Und dann sagen wir, es war nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und ab und zu gewinnt er. Ah, dann geben wir dir ein Zückerchen. Dann sagt er, okay, der Weg war nicht schlecht, ich probiere das nächste Mal auch noch diesen Weg zu gehen, bis zum Schluss. Und so exploriert er dann quasi diese Fläche, sage ich mal, aller dieser Rewards, die am Anfang unbekannt sind. Ich weiß, wenn ich ein Schachspiel beginne, nicht genau, okay, welchen Zug wirklich zum Ziel führt. Das kommt erst hinterher, diese Rückkopplung selbst. Das nennt man Reinforcement Learning. Und wichtig jetzt auch noch der letzte Punkt, Machine Learning Prozess.
man sollte nicht einfach sich voll direkt auf die Daten stürzen und sagen, coole Algorithmen, lass uns mal probieren. Prinzipiell zum Lernen ist schon mal okay, aber später, wenn wir sie rauslassen, oder, müssen wir quasi einen Prozess befolgen, damit man nicht in diese vielen Pitfalls, in diese Honigtöpfchen fällt, oder, die man eigentlich vermeiden müsste. Und es gibt unzählige solche Honigtöpfchen, die man reingehen kann beim Machine Learning, aber das kann man eigentlich durch einen geführten Prozess vermeiden. Soll ich die Jalousien noch runterlassen? Gut, was denken Sie auch noch, was war, ich habe von diesem Paradigmenwechsel gesprochen, was denken Sie, das waren auch noch Voraussetzungen oder zumindest gute Bedingungen, dass Machine Learning heute so erfolgreich ist? Was war auch noch nötig? Es braucht immer viele Sachen, damit es einen guten Kuchen gibt. Ja, was denken Sie? Warum war es in den 20er Jahren nicht möglich? Ja? Weil die Technologie ist nicht so stark. Genau. Die Rechenleistung zum Beispiel, oder? Mit Röhrenrechen, am Anfang Rayleighs, so ein konnte ein neuronales Netz, konnte man ein Neuron realisieren, oder? Das ist natürlich nichts. Muss nochmal. Die Sonne macht jetzt einen Streich. Okay, so. Rechenpower, das ist richtig. Könnten Sie sich noch was vorstellen? Was braucht es für Machine Learning, wenn wir quasi induktiv lernen? Ja? Daten, es braucht brutal viele Daten. Genau. Und die sind heute zur Verfügung, zum Teil sogar mehr als das man verarbeiten kann. Denken Sie an alle diese, ich weiß nicht, ob, ja, alle diese Audio-Streams, die Alexa jetzt aufnimmt, oder? Es braucht riesen Rechenleistung. Früher hat man gesagt, naja, die paar Daten können wir schon berechnen heute. Heute ist man fast an dem Punkt, wo man sagt, wir schaffen es fast nicht mehr, oder? Wenn das die NSA alles durchsuchen muss, was wir machen, oder? Dann hat sie schon einiges zu tun, oder? Genau. Rechenpower, und ich würde sagen, es gibt noch etwas Wichtiges. Ich bin jetzt ein bisschen provokativ. Doch, es braucht eigentlich heute diese Community, die ist nicht zu unterschätzen. Diese Open-Source-Geschichten, dass 100.000 junge Leute eine Community bilden, die einfach davonrennen. Unglaublich, wir Alten haben keine Chance mehr. Ich kann Ihnen nur ein bisschen davon erzählen. Das ist wirklich so, Python ist Open-Source. Die Algorithmen sind da, sie sind gut dokumentiert. Natürlich ist es sehr dynamisch, Sie werden selber sehen, das war doch vor 2 Monaten noch ein bisschen anders und ich habe 5 Möglichkeiten, dasselbe zu tun, was soll das? Das muss man dann als Kompromiss in Kauf nehmen. Aber die Tools, die Werkzeuge sind so mächtig geworden und es ist so ein Riesenspaß, mit denen zu arbeiten, muss man sagen, wir sind wirklich auf einem anderen Level, oder programmiert auf einem sehr, sehr hohen Level. Und Programmieren heutzutage ohne Internetverbindung ist ein No-Go. Es geht nicht. Man muss ständig quasi die Hilfe nachschauen. Irgendein Code-Snippet davon nehmen und davon, dann wird man nicht fertig. Oder? Man kann nicht mehr die Syntax wie später. Wir haben Modulo 2 noch die ganze Syntax-Programme auswendig gelernt oder mussten das. Oder? Heute vergessen Sie das. Python und diese Open-Source-Community. Also Spam-Editoren. Entscheidend eigentlich nur, ist es Spam oder Ham? Ist das eine gutmütig, gut gemeinte Meldung, Mail, kommt da, oder ist es eher so verwerflich, ne? Sexistisch, was auch immer, wo die mein Geld auch sagen. Aber das zu entscheiden, ist eigentlich eine 0-1-Entscheidung. Ja oder nein? Bist du Spam? Ja oder nein? Und als Input haben wir einen Text, das ist eine spezielle Form von Daten, aber Text sind gute Daten, sind wertvolle Daten, oder? Und Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ja? Damit macht man heute das meiste Geld. Ja? Wenn Sie an Google denken, an Facebook, an Amazon oder so, wenn die genau wissen, was ihre Kunden möchten, ja? Dann haben sie einen riesen Wettbewerbsvorteil.
Ja, wir schauen nochmal an, hier diesen Google ist wirklich vorreitend in der Beziehung. Und darum zeige ich jetzt auch ein paar Videos hier von Google. Wir schauen uns nicht alles an. Ich werde auch heute nicht durch die ganzen Slides durchgehen. Sie haben die Slides eigentlich so wie als Theorie-Backup. Also im Prinzip ist das das Skript. Und sie sind einfach zu verstehen, diese Slides. Ich kann alles lesen, wir haben es ausformuliert, in ganzen Sätzen, damit man wirklich versteht, was es ist. Wir haben relativ wenig Zeit und wir möchten eigentlich einen Second Einstieg hier machen. Schauen wir mal, was Google uns hier erzählt. Ich hoffe, die Lautstärke passt. Ja. Definitely seen a big uptick in the last 5 years in what machines are able to do compared to, say, the previous decade or two. With the advent of a lot more data and a lot more computing power, we really can think bigger and sort of change the game about what kind of models we can envision. The real world is actually very messy. Hard logical rules are not the way to solve real world problems. So machine learning is all about learning from examples. Rather than writing 500,000 lines of code, we instead have the machine learn from observations about the world. And we look through a bunch of these examples in the machine learning algorithm, maybe millions, maybe billions, maybe even trillions, to identify the patterns and generalize from there. In the task of image recognition, we've been able to train models that take the pixels of an image, and from those pixels, learn high-level features. It starts to learn that if you see a cake and you see a kid, it's maybe a birthday party. If you see a cake and lots of kids, it's very likely a birthday party. That's essentially teaching the machines to do the perception that we humans are so natural and so good at. You realize just how amazing humans are, just how amazing your four-year-old is who can recognize faces. Machine learning has really been the beginning of a big revolution in the field of speech recognition. To teach speech recognition how to interact with a noisy room, we use real-world sounds and we mix it into the examples that we already have. Is it cold outside? Is it cold outside? Is it cold outside? Now, no matter what the noise in the environment, our speech recognition systems understand what you're saying. They can separate out one speaker from another. With machine learning, we have now an algorithm that learns how to simulate a human linguist. A lot of the language that we see today, it's very informal. Blah, 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 blah. And they say, okay. Interspersed with emojis and stickers. Now, with Google, we're getting to the point where you can have a much more natural conversation. Any good Mexican places around here? Here you go. The assistant product that we're building at Google uses the best of our machine learning techniques in speech recognition, image understanding, natural language understanding. That's a promising direction for developing systems that can really navigate the mess of the real world. We wanted to make this. Also ein großer Unterschied ist jetzt, oder? Wenn man zum Beispiel die autonomes Fahren lernt, dann definiert man nicht erstmal, wie ein Mensch aussieht, mit Kopf und Armen oder so. Weil dass ein Mensch wirklich so im Profil davor vor Ihnen steht, ist die Ausnahme, oder? Sondern der Regelfall ist, ein Mensch ist irgendwo versteckt hinter einem zweiten Auto oder fährt Fahrrad oder schaut zwischen einer Parkbank hervor oder so. Und all diese, würde man sagen, Ausnahmen aus früher Sicht, sind eigentlich die Regelfälle. Und solche Regelfälle muss man trainieren. Genauso wie hier bei der Speech Recognition muss man eigentlich Speech in dieser neuen Umgebung als Input-Vektor haben. Und nicht einfach cleanen Sound und sagen, ja, hier im Labor hat es funktioniert und draußen in der realen Welt. Nein, dann geht es nicht. Okay. Da haben wir jetzt so ein paar Beispiele. OMG, wissen Sie, was das ist? Klar, oder? Oh my God. I love you, Katy Perry. Your songs rock. Und dann 10 Ausrufezeichen. That's a total subscribe. Das ist jetzt ein Kommentar zu einem YouTube-Video von Katy Perry und dann Katy Perry, Raw Official und dann irgendein Link. Würde man jetzt hier sagen, okay, die sind jetzt nicht mehr skillet.
lassen wir stehen. Ja, die fischen wir nicht raus, aber diese hier zum Beispiel, was unterscheidet die unteren Beine von den oberen? Oder zweimal halt für das Video Werbung, wo sie halt wo wirklich zurückkommt, die anderen zweimal halt für was anderes Werbung. Genau, diesen direkten Bezug, ein ganz wichtiges Merkmal. Oder? Das ist einfach irgendwo gepostet oder nimmt es wirklich Bezug auf das, was hier auf dieser Seite genau passiert. Und man sieht auch, ja, es gibt so Großwörter, Money oder Business, was auch immer, Jakra. Also. Easy ist falsch geschrieben, sehr oft orthografische Fehler. Oft sind auch Capital Letters, man sieht auch hier große, vielfache Ausrufezeichen, also das ist nicht ein eindeutiges, ja, see my new track, was soll das? Oder auch ein Link wieder, der irgendwie in keiner Beziehung steht zu dem anderen. Genau, wie kann wir das ausfiltern? Früher hat man gesagt, ja, wir machen so State Machines, if then S closes. Wenn ich 10 Fragezeichen habe und gleichzeitig 5 Ausrufezeichen und so weiter, oder? Werden sie nie fertig. Aber so haben wir es früher probiert. Diese Merkmale von Hand auszufiltern, und natürlich gibt es für alles wieder Ausnahmen, oder? Und das musste scheitern, oder? Diese Expertensysteme, und da haben die Staaten wirklich hunderte von Millionen Franken investiert in den 70er Jahren, um solche Expertensysteme aufzubauen. Man konnte einige Erfolge nachweisen, aber schlussendlich sind sie gescheitert, genau bei diesen hochkomplexen Systemen wie Spracherkennung, Übersetzung. Ja. Man hat probiert, die ganze Grammatik abzubilden in Graphen, sozusagen, also in logischen Zusammenhängen. Wenn das Wörtchen kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste kommt, so und so weiter, so semantische Netzwerke. Ja. Hat einige Erfolge gebracht, aber nie die Robustheit, die man heute erreicht. Und was macht man heute? Heute nimmt man erstmal einen ganz großen Satz von Trainingsdaten. So viel wie man kriegt, die ist aus Fanbase, die sind zum Glück alle digital. Und trainiert einen Learner, einen Classifier, also einen Klassifikator, der sagt, Panama oder Spam. Man labelt die zuerst mal, also vielleicht nicht alle, sondern erstmal 100.000 von Hand und sagt, das sind die Guten, das sind die Bösen. Ja? Im Verhältnis vielleicht 1:1. Und dann lässt man das mal durch. Und die Frage ist jetzt, was sind denn diese Features, diese Input-Merkmale? Ja? Schlussendlich habe ich erstmal einen Text. Und es geht darum, jetzt diesen Text zu transformieren in maschinenverständliche Features, Merkmale. Ja? Und ich möchte die Merkmale gar nicht selber generieren. Ja? Das soll vielleicht die Maschine auch noch selber tun. Ja? Soll selber herausfinden, welches dieser Merkmale entscheidend sind, welche Kombination von Merkmalen entscheidend sind, damit es als Spam oder Ham klassifiziert wird. Genau. Der Unterschied ist jetzt eben, Expertensysteme sind relativ stark. Sie können sich nicht anpassen an eine leichte Verschiebung der Grundgesamtheit, werden wir noch sehen. Also wenn quasi einfach der Dialekt ändert zum Beispiel, neue Modewörter im Umlauf sind oder so. Das kann man mit einem Machine Learning Ansatz, indem man das regelmäßig trainiert, oder sogar online ständig machen. Also diese Spam-Detektoren, die werden vermutlich täglich abgedeckt. Genau. Man braucht eine Grundgesamtheit von diesen Daten. Man hat nie Zugriff auf alle Daten, sonst wäre das Problem eigentlich der Generalisierung, der Allgemeinung gar nicht da. Aber es ist wichtig, dass wir die mal definieren. Was machen wir? Wir möchten ein Problem lösen. Dieses Problem muss man sich mal bewusst sein. Ich möchte Spam und Spam-Mails erkennen. Vielleicht noch ein bisschen einschränken. Spam-Mail in Microsoft Outlook zum Beispiel. Oder Spam-Kommentare auf YouTube. Das sind zwei unterschiedliche Probleme. Und darum muss man das Ganze mal eingrenzen. Das ist auch wichtig, um zu sagen, wie gut ist jetzt mein Algorithmus? Man hat später ein Performance-Maß, also der sagt, okay, das hat wirklich 98% oder 98,19% der Spam-Mails rausgefischt. Ja, relativ zu was? Da muss man einen Vergleich haben zu der quasi Ground Truth, also zu der richtigen Sache, wo man sagt, das war wirklich ein Spam. Diese ist in dieser Grundgesamtheit enthalten. Zum Beispiel könnte man hier sagen, das ist zeitlich begrenzt. 2018, es sind die offiziellen Musikvideos, nicht irgendwelche gefakte oder so, oder? Auf YouTube hat man auch schon quasi die Datenbanken festgelegt und so kann man schaffen, so kann man arbeiten, oder? Dass man sagt, ja, das war unser Grundsatz und dann
hat man keine Floating Targets, oder? Dass man sagt, ja, aber die wollten wir eigentlich auch noch machen, oder? Also das müssen Sie ja selber aufpassen, oder? Als Ingenieur immer sehr gut dafür kämpfen, zu sagen, mit dem Marketing oder so, also das haben Sie vereinbart. Und das leite ich dir liefern. Nicht, dass das Marketing kurz vor Einführung des Produkts kommt, also, aber wir wollten eigentlich noch das, oder? Ja, einfach ganz klare Regeln schaffen, damit man es da ist. Aus dieser Grundgesamtheit können wir beliebig viele Stichproben ziehen. Und das ist eine sehr, sehr gute Methode, die man anwendet, um diesen Lernalgorithmen robust zu trainieren. Es ist so wie ein Kübel mit 1000 Kügelchen drin. Es hat nur 1000, die haben unterschiedliche Farbe, weiß und rot. Aber aus diesen Kügelchen kann ich 100.000 Mal Samples ziehen. Ich lege sie einfach wieder zurück. Und so kann ich unterschiedliche Stichproben nehmen. Und das repräsentiert dann quasi einen Alltagsfall, sag ich mal. Das macht diesen Learner robust, indem man unterschiedliche Zusammensetzungen hier testet. Oder? Was ist ein Merkmal? Ist eine messbare Eigenschaft. Macht man wirklich ganz klar, das ist nicht irgendwas Subjektives, sondern das kann eben eine Maschine messen, das kann in den Daten ganz klar gegeben sein. Und ein Merkmal hat eine Merkmalsausprägung. Hier zum Beispiel bei den Spam-Detektoren könnte es sein, die Anzahl Wörter in diesem Kommentar ist ein Merkmal. Die Anzahl der Konsonanten könnte man auch sagen. Ne? Die Anzahl der Spaces. Die Anzahl, wie oft Money vorkommt. Die Anzahl der Rechtschreibfehler. All das sind Merkmale, die man nutzen kann, um eine Spam-Mail zu detektieren. Die Stichprobe, habe ich schon gesagt, wichtig bei den Stichproben ist, dass man so samplet, möglichst so, das ist nicht immer möglich, wie die Grundgesamtheit selbst ist. Man nennt das Stratified Sample. Das heißt, wenn unser Forschungsinstitut in Bern eine Umfrage macht zur nächsten eidgenössischen Abstimmung, dann sollten Sie nicht einfach alle über 65-Jährigen fragen, vielleicht nicht auch alle Grünliberalen oder so, sondern Sie müssen schauen, dass das quasi in der Umfrage repräsentativ ist für das politische Denken in der Schweiz. Sie müssen die Demografie, Sie müssen die Geografie, die politische Gesinnung, was auch immer, das Alter, all das müssen Sie in dieser Sache, in dieser Stichprobe berücksichtigen, damit man sagen kann, wir haben zwar nur 5.000 Leute befragt, aber in diesen 5.000 Leuten waren repräsentativ mehr oder weniger alle vertreten. Genau. Also müssen wir auch schauen, dass das etwa richtig verteilt ist im Verhältnis, stratified, das kommt eigentlich eben aus der Soziologie, so geschichtet heißt das, und das kommt wirklich aus den Einkommensschichten. Eigentlich, das kommt da her. Stratified heißt eigentlich so wie Lagenaufbau. Genau. Jetzt ein Merkmal kann unterschiedliche Datentypen haben. Das kennen die Datentypen aus der Informatik. Int 32, also ein Integer, ganzzahlige Werte. Ein Float, würden wir sagen, ist eigentlich die Repräsentation einer kontinuierlichen Größe. Es gibt die Booleans, ja oder nein. Wenn man das noch ein bisschen anders anschaut und sagt, mir sind die 64 Bit oder 32 Bit egal. Wenn man das ein bisschen von oben anschaut, kann man sagen, es gibt grundsätzlich qualitative Merkmale. Und es gibt quantitative. Bei den qualitativen unterscheidet man zwischen ordinalen, da gibt es noch eine Ordnung drin, zum Beispiel die Schulnoten, die Sie bekommen. Würden Sie sagen, könnte quantitativ sein, ja. Aber es ist eigentlich ein qualitatives Merkmal, weil quantitativ würde bedeuten, eine 3 ist halb so gut wie eine 6. Ne? Und eine 1 ist 6 mal schlechter als eine 6. Also eine 1 ist 6 mal schlechter als eine 6. Ja, diese Verhältnisse gelten nicht. Ne? Oder ist ein Hauptmann ein halber Offizier, nur weil er halb so viele Streifen hat? Ne? Also so müssen Sie das verstehen. Ist auch nicht. Oder? Also das Qualitative. Oder? Ist ein Film mit 4 Sternen besser als ein Film mit 2 Sternen? Normalerweise schon, aber ist subjektiv, oder? Eigentlich, oder? Dann gibt es nominale Merkmale, zum Beispiel mein Name. Nominal, Nomen. Ich gebe dem einfach ein Label. Das ist jetzt halt der Christoph. Und das ist der Herr, zum Beispiel. Und da kann man nicht vergleichen. Man kann schon vergleichen, aber nur bei einer spezifischen Fragestellung, ja, was war das Ding machen?
der Charakter abhängig von der Länge des Namens, aber könnte man untersuchen oder so. Ja, macht auch keinen Sinn. Sind erstmal einfach Labels, die noch nicht so viel sagen. Oder es können auch bullsche Variablen sein. Dann kommen wir zu den quantitativen Merkmalen. Das sind eigentlich Messwerte und da gibt es diskrete, also die nur endlich viele Werte nachdenken können, abzählbar viel, endlich. Also. Und kontinuierliche, zum Beispiel der Druck der Luft durch die Temperatur, die immer höher geht in diesem Raum, würde ich sagen, ist eine kontinuierliche Variable. Natürlich dürfen Sie jetzt den Quantenphysiker nicht fragen oder so. Oder auch nicht dahingehend, dass man sagt, ja, aber diese kontinuierlichen Variablen, die repräsentieren wir ja mit 64 Bit. Das ist diskret. Also ist dieser Übergang eigentlich ein bisschen schwimmig. Aber ich würde sagen, so kontinuierliche Größen zum großen Teil sind wirklich einfach physikalische Messgrößen. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck, also die oft von Maschinen geliefert werden, auch von Sensoren, oder? Zum Beispiel um einen Ausnahmezustand einer Maschine kennenzulernen. Ne? Ein Kompressor, der seit 15 Tagen in Überlast läuft. Oder? Da kann man sagen, okay, da müssen wir was tun. Also, es geht auch um ein spezielles Feld für Machine Learning, diese Anomalitätsdetektion. Spielt da irgendein System verrückt? Vielleicht machen wir mal einen Test. Was würden Sie sagen? Preis eines Produktes in Schweizer Franken. Ist das? Quantitativ, diskret, bis auf 5 Rappen, könnte man sagen. Man könnte es aber auch als qualitatives Merkmal sagen, keine Zuordnung zu einem beliebigen Preis. Und Preise untereinander sind nicht immer so vergleichbar. Also je nachdem, wo ich das Produkt kaufe oder so. Aber man kann sich auch als quantitatives Merkmal interpretieren, wenn man zum Beispiel eine Vorhersage machen möchte, wie entwickelt sich der Kaffeepreis in 3 Jahren oder so. Oder? Das ist wahr. Herstellen auch. D. Nomina, genau. Star Rating. C. Genau. Datum. D. Ja. Nomina, würden Sie sagen D? Da ich würde ja Original mit einem Atem dazu, oder? Druckanstieg haben wir gesehen, das ist quantitativ stetig, genau, und die produzierte Stückzahl kann man genau messen, das geht. Ne? Ja, im Datum könnte, denke ich, auch quantitativ diskret sein, aber da stempelt zwar noch ein Timestamp, da ist eine ganz kontinuierliche. Jetzt bringt man diese Daten in eine Matrixform. Und diese Form heißt Tidy Data. Tidy heißt aufgeräumt, also nicht so unordnet oder so. Jetzt sind die Daten, die man in der Welt findet, hat sie ungeordnet, die sind auch geclustert. Man muss sie mühsam aufbereiten. Und diese Darstellungsart, das ist die dritte Normalform, hat sich bewährt, indem man sagt, wir machen sehr flache Hierarchien, flache Strukturen. Also nicht Struct von Struct von Struct und da unten hängt dann ein Element und da muss ich wieder zurück und dann Struct von Struct von Struct, das zweite Element. Nein, ganz flach. Dann sind wieder Einträge vielleicht doppelt drin, so was, weil ich das Ganze aufhalten muss, ich muss es flatten oder so. Aber die Daten sind einfach zu überschauen, sie sind einfach zu bearbeiten und sie werden universell. Das ist nämlich nichts anderes als eine Matrix, eine Datenmatrix, n mal p. N ist die Anzahl der Elemente, dann sind die Anzahl der Experimente, Anzahl der Datenpunkte, die ich habe, und p ist die Anzahl der Merkmale, die ich messe. Und diese Merkmale können jetzt unterschiedlicher Form sein. Also da drin, das müssen jetzt nicht nur quantitative oder qualitative Merkmale sein. Aus diesen Merkmalen generiert man Features mit unterschiedlichen, sag ich mal, Merkmalstypen. Das darf durchaus sein in dieser Datenmatrix. Es müssen nicht alles Integers sein, es müssen nicht alles Float sein. Der erste kann ein Boolean sein, dann kann das String, kann es auch sein, ja? Textabschnitt zum Beispiel.
egal, man bringt ihn in diese Matrixform, später transformiert man diese Dinge noch, so dass sie wirklich quasi quantitativ werden. Eine Maschine lesbar. Also wirklich dann in diesen Boolean rein, das konvertieren in ein Integer oder so, oder aus diesem Feature X4 machen wir 5 andere Features. Das kann man auch machen. Aber erstmal bringt man alles in diese Form. Dieser Datenmatrix wird nämlich alles Nachträgliche, wird quasi universell. Ob das X jetzt Bilder sind oder Tonspuren oder eben Texte, so what. Also so ein Element könnte ein Span sein. Und da in diesem Ring steht zum Beispiel die Anzahl Wörter, die Anzahl, wie oft kommt Katie vor, wie oft kommt Perry vor, wie oft kommt Bianca vor. Wie viele Schreibfehler gibt es? Das sind 150 Spalten. Und die füttern wir einfach mal rein. Genau. Diese Daten sind indiziert von oben. Wenn man durchzählt, dann nennt man das die kanonische Indizierung. Man kann aber auch eindeutige Timestamps geben. Dann würde man von einer Time-Series sprechen, einer Zeitreihe. Oder man kann eindeutige IDs geben, zum Beispiel Produktionsnummern einer Maschine. Oder? Das war produktionslos 14.851. Es muss einfach eindeutig sein. Es muss nicht unbedingt geordnet sein. Der Unterschied kanonisch und Timestamps, die sind geordnet. Bei der kanonischen weiß man aber nicht, ob die wirklich kausal miteinander verhängt sind. Und Kausalität ist aus der Sicht der Machine Learnings eh vielleicht eine Frage der Häufigkeit. Gibt es Kausalität überhaupt? Das war die Ursache von dem. Oder habe ich es einfach 100 Millionen Mal gesehen? Und das reicht. Das ist eine philosophische Frage. Können wir hier nicht beantworten, oder? Aber wir können schlussendlich nicht sagen, ob da im Weltall draußen irgendwo eine Kaffeetasse um die Sonne kreist. Das ist sehr unwahrscheinlich. Wir können es nicht ausschließen. Okay. Probieren wir mal eine Definition von Machine Learning. Und dann probiere ich auch schon zu schließen. Das sind drei wichtige Vertreter: Arthur Samuel, Herbert Alexander Simon und der Tom Mitchell. Ja, es geht vor allem dadurch, also Algorithmen werden nicht mehr so explizit ausprogrammiert, sondern die Algorithmen verbessern ihren Task durch Erfahrung. Das ist das Wesentliche. Durch Daten. Sie werden besser. Wichtig ist, sie haben eine eindeutige Aufgabe nach der Definition von Mitchell. Wir können messen, wie gut quasi dieser Algorithmus performt. Das ist unser Maß, an dem alles gemessen wird und dies probieren wir zu maximieren. Und wir müssen Daten füttern, unterschiedliche, mit unterschiedlichen Stichproben. Also soll sicher. A computer program is said to learn from experience, die Daten with respect to some past. Okay, am Anfang muss man sich klar sein, was soll ich, was möchte ich, ja, was ist mein Scope. To some performance measure P. Das heißt, wir müssen in der Lage sein zu sagen, wann ist der gut und wann nicht. Bei einer Spam-Detektion wäre es zum Beispiel ein Maß wäre zum Beispiel die Misclassification Rate. Aber wie viele wurden falsch in den falschen Küben geworfen? Da gibt es False Positives, False Negatives, also diejenigen, die qua Spam sind, oder keine Spam sind, False Positive, aber die ich als Spam geredet habe und umgekehrt. Ne? Und diese Maße also wird man ständig verfolgen und man wird probieren, die Performance zu optimieren. Und da sind wir auch schon bei einem wichtigen Punkt. Was Machine Learning ist aus meiner Sicht, das ist einfach eine kleine. Sache ist eine neue Wissenschaft, die aber auf drei wichtigen Pfeilern aufbaut. Das eine ist die Statistik. Die Statistik, warum? Das habe ich am Anfang probiert zu erklären, dass man jetzt nicht 100% genau sein möchte. Man lebt mit der Unschärfe. Und wenn man eine Zuweisung macht, so wie ein Spam-Detector nimmt diese Merkmale und macht einen Output y gleich f und x1, x2, das sind die Merkmale, wie oft kommt Katy Perry vor, bis xp.
Man schafft diese exakte Zuweisung nicht, sondern man macht eine Schätzung und man kennt auch das exakte F nicht. Das heißt, man lebt mit einer gewissen Unschärfe. Und ein Wahrscheinlichkeitstheoretiker würde dann das so ausdrücken, dass Y entspricht eigentlich, also ob etwas Y ist, Spam oder nicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Y ist, unter der Bedingung, dass ich X als Input habe. Hier alle Xen, das heißt, also die bedingte Wahrscheinlichkeit, Conditional Probability, man gibt eine Wahrscheinlichkeit an. Also dieser Wahrscheinlichkeitsgedanke ist wichtig. Also hier geht man so probabilistisch. Also das muss man sehen, also in den 70er Jahren hat man mit Prolog oder so versucht, absolute Wahrheiten zu machen. Wenn ich das als Axiom habe und das, dann kann ich absolut deduktiv sagen, dann ist auch diese Aussage wahr. Und da gibt es keine Diskussion mehr. Bei uns wird es Diskussionen geben. Das zweite hier ist die Informatik. Und hier für uns bedeutet das Python. Und zwar wichtig sind drei Bibliotheken. Das ist Scikit-Learn. Das ist Pandas und zum Beispiel noch NumPy. Das sind drei mächtige Bibliotheken und wir da drin stecken die meisten Machine Learning Algorithmen und Scikit Learn. Wunderschön, wunderschön auch als nur API programmiert. Wirklich mächtig. Und kein Problem mit großen Daten, kein Problem mit paralleler Verarbeitung. Das ist alles objektorientiert. Ist keine echte objektorientierte Sprache, aber man sieht sie ja nicht an. Das ist eine Interpretersprache. Man kann wunderschön programmieren, hochflexibel. Und dann, ein wichtiger Input, das ist dann das Maß aller Dinge. Hier kommt die Performance rein und die Performance soll maximiert werden. Das ist, was Herr Bühner lehrt, Optimierung. Und zwar, ich nenne das jetzt mal die Fehlerrate. Epsilon ist der Fehler, das soll minimal sein. Und jetzt sehen Sie, okay, Epsilon von x1 bis xp, Multivariate, also mehrdimensionale Analysis. Ja. Wir sind in einem hochdimensionalen Raum und müssen diese Funktion minimieren. Und man macht dann oft so, gerade von e gleich 0, das ist ein stationärer Punkt. Also, man macht das über ein Gradient Search, Gradient Descent, um auf dieses Minimum zu kommen. Und das ist alles gekoppelt hier. Also diese drei, mach's mal so, diese drei Dinge sind so aus meiner Sicht die wichtigsten Sachen, die es hier braucht, das Machine Learning. Artificial Intelligence ist der Überbegriff aller künstlichen Intelligenz. Machine Learning ist ein Teilgebiet der Artificial Intelligence. Wie kann man das ein bisschen abgrenzen? Ja, so Expertensysteme, Computer Vision und so würde man nicht da reinnehmen oder so, sondern es sind vor allem mathematisch-statistische Verfahren, die aus Erfahrung lernen. Das ist eigentlich auch in diesem Machine Learning drin. Und wir haben diese drei Arten des Lernens. Das nennen wir die Machine Learning Landscape. Hier noch hingeschrieben, etwas Supervised Learning, wo ich Labels habe, Unsupervised, wo ich nur diesen Datenhaufen habe und weiß nicht, was soll ich damit, oder? Und dann das Reinforcement Learning, eben einem Computer das Gehen beibringen, oder ein Roboter. Ein Boom wurde eigentlich durch noch ein größeres Teil, kleineres Teil, gibt es auch mal Machine Learning, ein Untergebiet, realisiert, das ist das Deep Learning. Die neuronalen Netze, die sind heute in aller Munde, ist ein Untergebiet des Machine Learnings. Das nennt man Deep Learning, wenn quasi neuronale Netze mehr als nur eine Hidden Layer haben. Und die sind sehr fähig, die bilden eigentlich ein bisschen die neuronale Struktur unseres Hirns an. Und diese Layers, die man vorschaltet, bevor man eine Entscheidung macht bei einem solchen neuronalen Netz, das sind nichts anderes als die Merksmals-Generatoren.
Wir nehmen aus dem Data Junk die wesentlichen Merkmale heraus, automatisiert durch das Lernen. Hier machen wir es vielleicht mal von Hand und sagen, das könnte noch ein gutes Feature sein, komm, lass uns die Worte zählen. Ein neuronales Netzwerk, dem gibt man einfach mal ein Bild und es wird selber schlau, was da relevant ist oder nicht. Und die vielen, vielen Layers, die man hintereinander schafft, sind nichts anderes als, was auch zum Beispiel bei uns in der Netzhaut hinten passiert, bei der ersten Stufe, da passieren schon Quantendetektionen und was auch immer, also Skalierungen, unterschiedliche Sachen, Verstärkungen, Eckendetektion. Das machen diese ersten paar Layer auch, aber sie machen noch viele andere Sachen. Also, ich würde sagen, wir machen 5 Minuten Pause, oder? Ich glaube, es ist schon Zeit. Dann schauen wir uns nochmal diese 3 Arten ein bisschen genauer an. Speziell jetzt mit Fokus aufs Man-Detector. Und dann gehen wir ein bisschen ans Coden, damit Sie auch in der Lage sind, jetzt schon ein bisschen Python zu lernen und ein Gefühl zu bekommen, was Machine Learning und diese Daten eigentlich sind. Dafür haben wir ein Notebook vorbereitet, das wir nachher anschauen. Und es gibt auch eine Übungsserie, vielleicht haben Sie die auf Moodle gesehen. Und die Aufgaben in dieser Übungsserie sind erstens mal einen Text zu lesen von Aurélien Gérand, das ist ein, ich glaube, Kanadier, ein sehr, sehr guter Wissenschaftler, der sehr gängig lesbare Bücher geschrieben hat. Der hat eine Einführung gemacht, das ist Machine Learning überhaupt. Geht nochmal durch diese ganze Landschaft heraus und in der Serie 1 sind dazu einfach so ein Fragekatalog dazu.